Hunger. Na, komm. So ein Mist, ich hab Hunger. Wird das wohl mal was werden hier? Warte, warte auf nochmal. Na, komm, ich hab dich doch fast. Na los, jetzt komm her. Na, hab ich dich. Und. Ah, wieder nicht, wieder nochmal, komm, komm. Na, und jetzt. Na, jetzt. Und ziehen. Und. Ich krieg das blöde Blatt nicht, Schweine. Scheiße, das gibt's doch wohl nicht. Guck mal auf der anderen Seite. Probieren wir es mal hier drüben. Vielleicht finden wir hier noch ein Blümchen. Na los, komm. Ja, und. Ja, jawohl, ja, bitte. Na gut. In so ein doofer Grashalm. Ist ja ganz geil. Super. Miam, 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 miam. Bin ja richtig satt geworden. Super toll. Naja, gut. Guck mal nochmal. Und? Miam, 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 miam. Lecker Blatt. Ja, und komm noch mehr. Kriegen wir, aber. So eine Scheiße, hier gibt's nichts zu essen, Mann, Mann, Mann. Nächstes Kapitel ist das Kapitel 8, Flucht. Wir lesen nochmal eben, was am Ende passiert war in Folge Kapitel 7. Nee, Na, du kannst auch sagen Folge 7. Folge 7, Kapitel 7, jedenfalls. Buch 3, Kapitel 7, am Ende ist Folgendes passiert. Na, großartig, seufzt Primo. Da können wir uns ja eigentlich auch gleich jetzt in die Tiefe stürzen. Dann vermasseln wir diesen Blödianen wenigstens ihr Opferritual. Dau, sagt Dau. Und jetzt Kapitel 8, Flucht. Ich bin gespannt. Ich auch. Zeit vergeht. Primo grübelt darüber nach, wie er es schon wieder geschafft hat, eine hoffnungslose Situation noch schlimmer zu machen. Und das alles nur, weil er einen falschen Satz zu Golina gesagt hat. Wenn er wenigstens seine Freunde noch einmal sehen könnte, um ihnen zu sagen, wie leid ihm das alles tut. Dau steht nur da und blickt hinaus über die Lava. Primo kann seinen Gesichtsausdruck nicht deuten, aber er scheint traurig zu sein. Es tut mir wirklich leid, Dau, sagt er. Aber ich möchte dir sagen, dass es mich trotz allem gefreut hat, dich kennenzulernen. Dau, gibt der Zombie-Pigman zurück. Das Jammern eines Gasts ertönt. Das fehlte noch, dass sie hier angegriffen werden, wo kaum eine Chance besteht, den Feuerbällen auszuweichen. Doch das Wesen schwebt in der Ferne über dem Lavameer vorbei, ohne sie zu beachten. Ein verrückter Gedanke kommt Primo, wenn er den Gast irgendwie anlocken könnte, sodass dieser direkt unter die Felsnase schwebt. Könnten sie vielleicht auf seinen Rücken springen und auf ihm davonreiten? Dann müssten sie den Gast nur noch irgendwie dazu bringen, sie auf einem anderen Felsen abzusetzen, anstatt sie einfach abzuschütteln und in die Lava zu stürzen. Rhythmisches Grunzen erklingt vom Plateau am Fuß des Hangs, in dem die Höhle der Feuertänzer liegt. Die Zombie-Pigmen scheinen sich dort versammelt zu haben, um zum Feuergott zu beten. Das Opferritual hat begonnen und damit womöglich die letzten Momente in Primus und Daus Leben. Ein Zombie-Pigman nähert sich. Oloy hat gegrunzt, ich soll dich ablösen, Plonk, sagt er. Mir hat er aber gegrunzt, ich soll die Gefangenen bewachen, Xoxo. Das ist eine ehrenvolle Aufgabe. Ich werde meinen Platz hier nur verlassen, wenn Oloy selbst es mir grunzt. Oloy ist dabei, das Opferritual durchzuführen und kann nicht selbst herkommen, du Dummkopf. Er will, dass du bei der Zeremonie dabei bist, weil du das heilige Ei zum Clan gebracht hast. Du wirst die Ehre haben, die Gefangenen in die Tiefe zu stürzen. Doch dazu musst du zuerst mit heiliger Lava geweiht werden. Nun los, beeil dich, oder du verdirbst noch alles.
Wenn das so ist, sagt Plonk und springt rasch die Felsen hinauf. Kaum ist er außer Sichtweite, ruft Xoxo: Kommt schnell, wir müssen uns beeilen. Plonk wird bald merken, dass ich nicht die Wahrheit gegrunzt habe. Der Zombie-Pigman macht den Block auf der anderen Seite des Spalts frei. Ohne zu zögern, springt Dao über den Spalt und klettert den Hang auf der anderen Seite hinauf. Primo starrt in die Tiefe. Wieder überkommt ihn ein Schwindelgefühl. Sein Körper fühlt sich an wie gelähmt. Sieh mich an, Fremder, sagt Xoxo. Primo blickt auf. Das Gesicht des Zombie-Pigments ist hässlich und fremdartig. Dennoch glaubt er, ein aufmunterndes Lächeln darin zu erkennen. Sieh nicht nach unten, schau nur mich an und jetzt spring, es ist ganz leicht. Primo befolgt den Rat, nimmt alle Kraft zusammen und springt. Es funktioniert, er landet sicher auf der anderen Seite des Spalts. Danke, ruft er erleichtert aus. Xoxo sieht ihn ernst an. Grunze die Wahrheit, Fremder. Bist du hergekommen, um unser heiliges Ei zu stehlen? Primo überlegt fieberhaft. Wenn er die Wahrheit sagt, wird dieser Zombie-Pigman höchstwahrscheinlich wütend werden und ihn vielleicht doch noch in den Abgrund stoßen. Andererseits kann er ohne das Ei Kolle nicht retten. Und eine Rückkehr zum Clan der Lavaspringer wäre sinnlos. Außerdem missfällt ihm der Gedanke, den hilfsbereiten Zombie-Pigman anzulügen. Ja, gibt er zu. Mein Freund ist in der Gewalt der Lavaspringer. Ihr Priester hat gesagt, dass sie ihn töten werden, wenn ich ihnen das Ei nicht bringe. Dao, ruft Primos Begleiter zur Bestätigung. Der Zombie-Pigman mustert ihn einen Augenblick schweigend, dann nickt er. Gut, dass du die Wahrheit gegrunzt hast. Ich werde dir helfen. Dieses verfluchte Ei hat nur Unheil über unseren Clan gebracht. Ich bin froh, wenn es weg ist. Kommt mit. Sie klettern den Hang hinauf bis zu dem Grat über dem Höhleneingang. Alle Zombie-Pigmen sind unten auf dem Plateau. Ihr rhythmisches Grunzen scheint an Geschwindigkeit und Intensität zuzunehmen. Xoxo springt herab und huscht in die Höhle. Primo und Dao folgen ihm. Das Ei liegt unbewacht auf seinem Sockel. Primo nimmt es an sich. Es ist ziemlich schwer und fühlt sich warm an. Rasch verlassen die drei die Höhle. Xoxo führt sie zum Rand des kleinen Felsplateaus vor der Höhle. Hier geht es mehrere Dutzend Blöcke senkrecht in die Tiefe. Der Zombie-Pigman zeigt nach rechts auf einen schmalen Grat, der unterhalb der Felskante verläuft und von oben kaum zu sehen ist. Versteckt euch dort, sagt er. Ich werde sie ablenken. Wenn die anderen oberhalb von euch sind, schleicht ihr den Grat entlang und flieht. Was geschieht mit dir? Fragt Primo. Ich komme schon zurecht. Oloy wird wütend auf mich sein, aber irgendwann beruhigt er sich wieder. Danke, Xoxo, sagt Primo. Das werde ich dir niemals vergessen. Schon gut, Fremder. Sorg nur dafür, dass das Ei nicht noch mehr Unheil anrichtet und jetzt geht. Viel Glück. Dao. Xoxo und Dao umarmen sich. Pass mir gut auf den Fremden auf, Kleiner, sagt Xoxo. Dao. Primo und Dao klettern auf den Grat. Kaum sind sie aus dem Blickfeld, rennt Xoxo zum Plateau, wo die Opferzeremonie stattfindet, und stimmt ein wildes Geschrei an. Die Gefangenen haben sich in die Tiefe gestürzt. Das rhythmische Grunzen der Zombie-Pigman kommt aus dem Takt und er stirbt dann ganz. Primo kann die Stimme des Hohepriesters hören. Wie kannst du es wagen, die Opferzeremonie zu stören, Xoxo? Und wieso bist du hier und nicht bei dem Gefangenen, Plonk? Xoxo hat gegrunzt. Habt ihr nicht zugehört? Unterbricht Xoxo. Die Gefangenen haben sich vom Opferfelsen in die Tiefe gestürzt. Was? Das ist Frevel. Vielstimmiges Gegrunze ist zu hören. Dann das Trampeln etlicher Füße, als die Zombie-Pigmen den Hang hinauf zum Opferfelsen stürmen. Jetzt, sagt Primo leise und balanciert den Grat entlang, während die Zombie-Pigmen nur zwei Blöcke über ihm aufgeregt durcheinander rufen. Xoxo hat recht. Die Gefangenen sind nicht mehr da.
Wie können Sie es wagen, sich ohne Erlaubnis in den Tod zu stürzen? Verrat, Frevel, Frechheit! Als Primo die Felskante umrundet, erlebt er eine böse Überraschung. Zwar sind die meisten Zombie-Pigmen zum Opferfelsen gerannt, aber zwei sind auf dem Plateau zurückgeblieben und stehen nun zwischen den Fliehenden und dem schmalen Felsgrat, der der einzige Fluchtweg ist. Noch haben sie Primo und Dau nicht bemerkt. Primo schleicht sich von hinten an und macht Dau ein Zeichen, die beiden rechts zu umrunden. Zum Glück versteht der Zombie-Pigman die Anweisung und befolgt sie ohne einen Laut. Jetzt, ruft Primo, lauf Dau! Er hält das heilige Ei in die Höhe. Überrascht drehen sich die beiden Zombie-Pigmen zu Primo um, während Dau in Richtung des Felsgrats rennt. Alarm! Brüllt einer der Zombie-Pigmen. Die Gefangenen fliehen und sie haben das heilige Ei gestohlen. Von oben ertönt ein Wutschrei. Wir wurden überlistet! Hinterher, alle! Die beiden Zombie-Pigmen stürmen mit gezückten Schwertern auf Primo zu, während sie Dau ignorieren. Darauf hat Primo gewartet. Dau, Achtung, ruft er und wirft das Ei über die Köpfe der Angreifer hinweg zu seinem Begleiter. Dieser fängt es geschickt auf und rennt damit über den schmalen Felsgrat. Wie Primo es gehofft hat, drehen sich die beiden Zombie-Pigmen um und verfolgen nun Dau, der bereits das andere Ende des Felsgrates erreicht hat. Primo folgt ihnen, während hinter ihm das wilde Geschrei einer wütenden Zombie-Pigmen-Horde erklingt. Vor Dau liegt nun der tückische Seelensand. Doch er ist schlau genug, ihn nicht zu betreten. Stattdessen springt er über einen brennenden Stein und jagt rechts den heiligen Hang hinab. Seine beiden Verfolger sind ihm dicht auf den Fersen. Primo wirft über die Schulter einen Blick zurück. Die übrigen Zombie-Pigmen stürmen über das Plateau, angeführt vom Hohepriester Oloy, dessen ohnehin schon hässliches Gesicht zu einer Grimasse der Wut verzerrt ist. »Ergreift sie!« brüllt er. »Ergreift die Diebe!« Als er den Felsgrat erreicht, entsteht ein Stau. Denn nur ein Zombie-Pigman gleichzeitig kann ihn betreten. Dies verlangsamt seine Verfolger und so kann Primo etwas Abstand gewinnen. Doch immer noch sind vor ihm zwei wütende Zombie-Pigmen. Alles kommt jetzt darauf an, dass Dau schneller ist als die beiden. Zum Glück erweist sich Primos Zombie-Pigman-Freund als sehr flink. Doch das hat für Primo eine unangenehme Folge. Als die beiden Zombie-Pigmen einsehen, dass sie Dau nicht mehr einholen können, drehen sie sich um und kommen mit gezückten Schwertern auf den Dorfbewohner zu. Du Verräter, grunzt einer der beiden, dafür wirst du sterben. Achtung, ruft Primo, ein Gast hinter euch. Du hältst uns wohl für Dummfremder, glaubst du wirklich, wir fallen auf einen so plumpen Trick herein? Im nächsten Moment ertönt von hoch oben ein schauriges Jammern und schon braust ein Feuerball heran. Er trifft die beiden Zombie-Pigmen, die von der Explosion zur Seite geschleudert werden, sich jedoch rasch wieder aufrappeln, offenbar nur leicht verletzt. Danke, ruft Primo dem Gast zu und stürmt los. Diesmal versucht er nicht, die Feuerbälle abzuwehren, sondern rennt so schnell er kann. Ein paar Mal schlägt eins der Geschosse dicht hinter ihm ein und setzt den Felsen in Brand. Doch Primo bleibt unverletzt. Irgendwann gibt der Gast die Verfolgung auf. Als Primo sich umsieht, liegt eine beachtliche Distanz zwischen ihm und dem verfolgenden Clan der Feuertänzer, die durch den Angriff des Gasts auseinandergesprengt wurden und nun wie aufgescheuchte Hühner durcheinanderlaufen. Primo ist es nur recht so. Er läuft weiter, während die heiße Luft in seinen Lungen brennt wie Feuer. Schließlich holt er Dau ein, der nicht weit entfernt auf ihn wartet. Gut gemacht, Dau, sagt Primo. Ich habe ja gewusst, dass du nicht dumm bist. Dau. Primo nimmt das heilige Ei wieder an sich. Gemeinsam machen sie sich auf den Rückweg zum Clan der Lavaspringer. Und dann kommt Kapitel 9, die Schlacht um das Ei. Was bedeutet das? Dann der Kampf um das Ei. Ach so.